Ich bin für alles dankbar, was ich hier im Leben bekommen habe, weil wenn ich so überlege, es gibt Leute, die zum Beispiel nicht alles haben, so wie ich. Ich habe ein Dach, ich habe ein Bett, ich habe Wasser, ich habe Essen und manche Leute haben sowas nicht. Also ich bin dankbar für alles, was ich im Leben bekommen habe. Wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin mit einem Freund draußen und er kauft mir etwas, dann ich fühle so einfach so, ich werde direkt glücklich so. Er macht was für mich und dann denke ich dran, so andere zum Beispiel haben zum Beispiel keine Freunde oder sowas und können zum Beispiel nicht sowas bekommen. Und dann habe ich immer so ein schönes Gefühl. Glücklich macht mich zum Beispiel, wenn ich meine Mutter lachen sehe, wenn ich sie stolz gemacht habe. Wenn ich auch meinen Vater sehe, wenn er lacht wegen mir, wenn ich stolz mache. Also allgemein, wenn ich Leute stolz mache und die einfach glücklich wegen mir sind. Sie sind sehr stolz auf mich, wenn ich schulisch sehr gut bin. Und ich versuche mich auch immer wieder zu verbessern, damit sie einfach immer wieder stolz auf mich sind. Schulisch habe ich ja mit meinem Kopf so logisches Denken, habe ich auch bin ich ein bisschen weiter vorangekommen. Das Zeichnen wurde mir durch ein paar Freunde auch beigebracht. Das ist auch etwas sehr Schönes. Wenn man zum Beispiel mal so traurig ist, man zeichnet einfach irgendwas, dann ist das auch wieder alles draußen. Ich habe auch durch schulische Erfahrungen, nicht nur durch das Lernen, sondern auch durch die Menschen gelernt, dass man zum Beispiel Wut und Aggressionen anders leiten kann. Zum Beispiel, ich habe halt gelernt, meine Aggressionen unter Griff zu bekommen. Damals in der Vorschule wurde ich sehr oft provoziert, weil ich konnte nicht so gut Deutsch. Und ich war allgemein auch ein bisschen etwas schlampig, was schulisch angeht. Ich war nicht so gut und die haben mich öfters verarscht. Und ich wurde immer aggressiv, ich habe mich immer geschlagen und das ging dann bis zur Mittelschule, zweite Klasse. Am Anfang habe ich mich geschlagen, dann halt mein Vater ist gekommen, meine Mutter war traurig und dann habe ich mir so gedacht, so kann das nicht weitergehen. Wenn ich jedes Mal auf irgendwas eingehe, was eigentlich Blödsinn ist, bringt das auch nichts. Also immer die Wut, einfach alles im Kopf behalten, nicht alles laut raussprechen. Mein Kopf war immer so Aggressivität, ich wollte immer ihn direkt schlagen, aber halt durch diese Leute, die mir das Zeichen beigebracht haben, habe ich auch meine Wut in diese Zeichnung reingeleitet. So. Das, was man am besten kann, sollte man auch machen. Zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel nicht so gut zeichnen kann und aber aggressiv ist, sollte man es nicht machen, weil man wird vielleicht noch sauer, weil das vielleicht nicht funktioniert. Zum Beispiel, wenn man trainieren geht und du liebst den Sport, gehst du hin, machst einfach 2, 3 Stunden Sport, wie dir es einfach gefällt, bis deine Wut einfach abgelassen ist.